Abend. Und Auftakt, meine sehr verehrten Damen und Herren, unverehrte Gäste, ein Auftakt mit Schreiben. Und das zeigt uns, wir bewegen uns nicht zum normalen Termin im September, sondern wir haben den Termin vorverlegt. Damit Sie warm sitzen, nicht damit Sie von Schweiben bekleckert werden, sondern damit Sie hier einen wirklich schönen Abend verbringen können. Und Gattin, auch euch beiden ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei der Hengstparade 2018. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Es ist eine ganz besondere Ehre. Herzlich willkommen, Landesbischof Ralf Meister. In Niedersachsen. Und er wird es heute freuen, wir haben reichlich Zeit gegessen. Niedersachsen, meine Damen und Herren, das größte zusammenhängende Pferdezuchtgebiet weltweit. Nirgends gibt es so viele registrierte Stuten wie hier in Niedersachsen. Und wir haben für das Pferdeland Niedersachsen eine Pferdezuchtecke aufgebaut, Landische Zelle, kopiert von den beiden größten Verbänden, dem Hannoveraner und dem Oldenburger Verband. Aus Hechte, die nur für die Meier mit Pfeiffer und Alpers haben besonders wertvolle Achterei. Temperament, dafür sind sie bekannt, dafür werfen sie die in der Ausbildung zu unterstützen. Der Führungspferden 2017. Hier ist er. Superleistungsprüfung in der Neustadt-Wasse. Ebenso wie der Zweitplatzierte. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Landesbischof Meister. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und diese schönen jungen Hengste Ihnen präsentieren darf oder Sie begleiten in der Ausbildung. Was nicht selbstverständlich ist, dreijährig in der Größe. Und jetzt galoppiert. Und das macht er wirklich sehr schön. So. Ja, heute, erster Tag, ist immer noch ein bisschen Spannung geschlossen und steht auch wirklich so in so einem modernen Reitpferdetyp. Das wird mal so ein bisschen leichter in die Hand, dass er so ein bisschen den Hals fallen, sich fallen lässt. So wie du das jetzt machst, das ist wunderbar. Wirklich rund und nach vorne. Wunderbar. Gut machst du das, Pferd. Das ist wirklich prima. Der Punkt-Sengst, der jetzt auf dem Mittelzirkel rechte Hand galoppiert, vorgestellt von der angehenden Pferdewirtschaftsmeisterin Janina Vize. Donania war im letzten Jahr Hannoveraner Champion und daran ein hervorragender Bronzerang bei den Bundeskampionaten. Und der andere Hengst vorgestellt von Katja Thomsen. Runden in der Pferden beim internationalen Turnier gedreht. Und das tat auch im letzten Jahr Donania. Er wurde Hannoveraner Champion der Rechts, komm zu rechts. So, ist alles gut. So, prima. Ja, das dürfen die auch machen. Und da sehen wir schon einen Jahrgang vierjährig. Und mit absolut schon kompletten Körper, mit noch mehr Balance, weil schon die Versammlungsbereitschaft. Wirklich toller Körperarbeit und einer Konzentration. Das, was wollen wir mehr? Ich denke mal, das sind doch Dinge, die wir von diesen Dressurpferden, von den Vererbern auch erwarten, dass sie hohe Reitqualität besitzen. Und das ist jetzt so schön, dass auch dass wir von absolut in sich ruhenden Pferden, das ist schon was Besonderes. Weiter, ich hier nochmal einmal an. Gut. Echt mit einer Balance, dieses Pferd kommt zurück, das dreht, der Hinterfuß ist da drunter, ohne groß irgendwo was
künstlich zu erzeugen, sondern aus Leichtigkeit. Und da legen wir hier Wert auf. Es ist nur Gänsehaut pur, wenn man sowas sieht, dass ein so junges Pferd mit so viel Federkraft überhaupt schon bewegen kann. Das ist die moderne Leistung, die wir heute haben. Den Pferden fällt das so. Sie sind super intelligent. Ganz schön gleichmäßig, gar keine so dolle Aktion zeigen und mach es dann über. Bei nationalen und internationalen Spielmännern, Meisterschaften. Roman Wiskowski. Man kann nicht mal sagen, das sind Klavipacker und Solo Moravita sowie Solo Pavia. Das sind die Namen dieser Jahrhunderte alten Rasse. Und wir hatten gestern schon sehr viel Spaß und vor schon zwei Wochen in Augsburg. Herzlich willkommen euch! Das finde ich so wertvoll an dieser ganzen Geschichte. Hier wird nicht gebucht, hier wird nicht gezogen.
es geht alles. Vielen Dank. Herzlichen Dank an Sie. Wir haben den Meierkreis in Frankfurt und den Landesverband des Technischen Landesverbandes.
dass das der Eisbahn genutzt wurde. Unter den oberen Bänken konnte man Picknick-Tische und Stühle unterbringen. Das Fahrzeug wird heute auch noch in England bei den großen Galopprennen genutzt, um ans Geläuf zu fahren und dort dann Champagner einzunehmen und auch die jüdischen Königin, die das diese Marke zuvor als Sie auch heute noch auf den großen Rennplätzen in England zu sehen bekommen. Also das Picknick, die Stühle, die Bänke, Tische unter dem Sitz hervorholen. Nach vorne wieder rein, nach vorne machen, so, sich weg.